Jetzt interessiert mich noch Ihre Auseinandersetzung hinsichtlich des Umzugs vom Bundestag und Bundesregierung nach Berlin. Was mussten Sie da alles durchstehen, um das letztlich hinzubekommen? Es ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Ne? Ja, ich weiß. Die Hälfte der Regierung sitzt immer noch in Bonn. Ja. Im Jahre 1991 bei dem Antrag, gucken Sie mal durch, wie die Abstimmung war. Mache ich. Also einmal das mit Berlin, dann sehen Sie, unter welchem Druck wir standen. Ja. Und dann fällt auf, wenn Sie historisch zuordnen, wird Ihnen auffallen, dass gegen Berlin gestimmt haben in Mehrzahl die Leute, die aus Ländern kommen, die man traditionell sozusagen dem Rheinbund zuordnen kann. Ist doch irre. Ja. Ist doch irre. Alte Rheinbund-Mentalitäten spielten dabei eine Rolle. Von Bayern bis Sachsen. Ja. Ja? So, und jetzt 94. Ich meine, Korrespondenz. Nach 1991 ist der Versuch gemacht worden, diesen Beschluss 91 völlig umzukrempeln. Und 94 ist die Teilung, ist nicht so, wie 91 beschlossen worden ist. Berlin wird Sitz der Bundesregierung, sondern da, und Einzelne, die eigentlich nicht Regierung sind, könnte Verwaltungsteile in Bonn bleiben, sondern 94 ist dann beschlossen worden, Halbierung. Im Grunde haben wir als Berliner keinen Sieg dabei errungen, denn es ist halbiert worden. Und da gab es, das sollte ich mal hier erzählen, da gab es für uns die Frage, gehen wir jetzt nach Hause und jammern und erzählen, da haben uns die Bonner schon wieder, wir sind ja dazwischendurch alle naselang erpresst worden und. Und dann standen wir in der Fragestellung, ob wir jammernd herkommen, was ja die Auswirkungen hätte, dass noch mehr Leute gesagt haben, na, das mit Berlin läuft ja nicht gut. Da haben wir uns entschieden zu sagen, wir haben gewonnen. Und haben uns überlegt, glaubt uns diese Republik das eigentlich? Wir haben ja verloren. Und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, die Bonner werden so doof sein, zu behaupten, sie hätten verloren. Haben sie auch, hat Rau gleich gesagt. Hat Rau gleich gesagt und insbesondere der Bürgermeister gleich gesagt. Und deswegen hat es funktioniert. Und deswegen konnte ich danach nach Japan und sonst wohin fahren und denen erklären, jetzt läuft das mit der Hauptstadt in Berlin richtig und ihr könnt mit Sony doch am Potsdamer Platz bleiben. So ist der Gesamtzusammenhang. Naja, vor allen Dingen der Bundestag ist ja ganz umgezogen, bloß bei der Regierung war es nur ein Teil. Finde ich zwar idiotisch, ist aber auch egal, Sie haben recht, das ist jetzt nicht das obere Thema. Aber wenn die Regierung Vernunft hat, hört sie damit an, will ich mal eine Sache beschreiben. Tagesordnung, ein Ausschusstag. Dann gibt es einen Tagesordnungspunkt, dazu braucht man 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem Ministerium, das seinen Sitz diesbezüglich in Bonn hat. Dann fliegen die an, müssen wir natürlich erstatten. Dann sitzen sie 3 Stunden da, dann wird entschieden, diesen Tagesordnungspunkt zu streichen. Dann fliegen sie wieder zurück. Das ist wirklich genial zum Teil. Ja. Und jetzt erzählen dann die Abgeordneten alle, das schaffen wir demnächst alles durch Digitalisierung. Ja. Sagen Darf Sie ich diesen mit Spott noch weitermachen mit der Behauptung, Digitalisierung löst das alles? Also ich kann Ihnen nur sagen, bei unseren Jugendämtern und bei unseren Sozialämtern läuft alles über Fax. Gut. Wir sind auf einem Weg. Ja.